Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Skoomi. Hier geht's direkt weiter, Leute, bei Layli. Die oder der huscht hier irgendwie zwischen den Wipfeln umher. Mal gucken. Boah, was ist meine Maus so langsam? Und dann bin ich da irgendwo gegen gekommen. So ist besser, ne? Das ist immer schwierig, wenn du Ego-Shooter machst, ne? Und dann ist da so die Taste, dass du diese DPI irgendwie umstellen kannst und so, und dann kannst du dich, wenn du dich schnell umdrehst, so, und dann machst du es so, so lang, oh, dicker, Alter. Das ist gleich für Sniper-Mode oder so, aber ich muss die Taste nochmal deaktivieren, ey. Habe ich jetzt nach meiner Neuinstallation noch nicht gemacht, aber gut. Ja, je öfter ich daran komme, desto eher erinnere ich mich dran. Ja, Lelly. Ist ganz erschöpft, Leute, anscheinend frisch angefangen. Leute, ihr seht selbst, zivile Klamotten an, Rucksack hat sich schon gefunden und ein Speer. Haben wir auch mit dabei. Jojo. Das sind sie. Die Frauen. Liegen immer rum und machen nichts. Ja, aber stille Wasser sind tief, ne? Vielleicht artet sie ja noch aus und wird zu einer Killerin. Wie unsere gute alte Nikki. Oh mein Gott, da hinten ist ein Black Man 95. Die zusammengehören? Ist da vielleicht sogar eine Base? Sie schlägt sich tapfer durch den Urwald hier. Hammer hat sie auch dabei. Rucksack, lass mal sehen. Ja, viel hat sie noch nicht dabei. Ja, der andere, weiß ich nicht, der ist da hinten irgendwie. Oh mein Gott, hier ist ein Trampelpfad, guck mal. Ich glaube, die gehören nicht zusammen, wa? Die läuft ein bisschen woanders lang. Ist ein bisschen dunkel, ne? Vielleicht kein Scheißwetter, aber besser als Nacht. Wir haben es jetzt tatsächlich werktags und 17.30 Uhr. Oh, eine halbe Stunde ist Reboot. Also diesen Blackie-Typen gehört sie nicht, ne? Anscheinend, guck mal. Das ist wieder ein Beispiel, das euch aufzeigt, ne? Dass man sich manchmal alleine fühlt, aber das ist eben nicht so. Das ist eben nicht so. Kann überall immer einer sein, Leute. Das seht ihr halt bloß nicht, ne? Aber Blackie ist hier in Sichtreich, in meiner Sichtreichweite und Lali gibt Gas. So, hier ist der Waldrand. Blackman ist hinten, vielleicht kommen wir bei denen auch noch vorbei. Dann werden wir mal gewahr, was der da hinten macht. Hm. Ja, mal munkeln, ne? Wer weiß, wo sie hingeht. Vielleicht zur Skoom-Schule oder sowas, kann ja gut sein, ne? Ja, hier, Ausdauer ist halt immer ein Problem, ne? In jedem Spiel aber meistens, ne? Gut, dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Wir sind beim Handelspass gelandet, Leute. Haunty ist im Dienst. Und Vako rast hier entlang, Leute. Ihr seht selber, wo geht er da hin? Was verbirgt sich hier? Haunty's Bett. Achso, das ist ja deren Privatgemächer hier irgendwie, oder was? Ja, scheint so, ne? Weil der Luxus hier, Alter. Aber das Bett ist draußen, ist auch ulkig, ne? Zwei Häuser, da draußen muss aber schlafen, wa? Ulkig. Handelsposten! Hm.
Läuft auf den Zaun entlang. Das sieht ja auch ulkig aus. Freunde, das dürft ihr aber nicht bei euch probieren. Das geht nur hier beim Handelsposten. Und hopp. Trainieren die für das nächste Death Trap Castle oder was? Jumpt man ran ein bisschen hier. Alle wild hier. Wir sind bei Heldox gelandet. Hat Zombie wild gemacht. Na? Bogen. Stealth Mode. Der Rucksack scheint ziemlich voll zu sein. Obwohl sie noch recht gerade steht, ne? Geht noch krummer. Ja, hier gibt's Wasser, hier gibt's Müll. Was ist denn da? Versucht wohl irgendwas zu bauen oder so. Ja, die Blueprints der Spieler können wir leider nicht sehen. Man kann nur erahnen, was die vorhat. Also es sieht aus, als ob die irgendwie Blueprints ausprobiert, so irgendwas zu bauen oder sowas. Aber was sollte man da schon hinbauen? I don't know. Man munkelt. Relax, so wird langsam geladen. Oh, er ist hier genau halbseitig hier. Halbseitig getrennt der Äquator hier. So, frisch angefangen oder was? Ja, relax, relax, erstmal eine Runde. Wer hätte es gedacht? Eine Orange, Maske hat er gefunden, ein Knüppelchen hat er schon. Nee, das ist ja gar kein Knüppel. Guck an, das ist eine Armbrust. Hat er sich geschnitzt, womöglich. Jetzt rast er von dannen. Auch durch die Wälderchen. Immerhin haben wir gutes Wetter heute, Leute, ihr seht's. Axt hat er dabei. Alle am Hin und Her huschen hier heute. Scheint alleine hier im Wald zu sein. Ja, und er muss sich auch wieder ausruhen. Standard. Aber die Axt würde ich immer auf den Rücken machen, wenn es geht. Spart, glaube ich, noch ein bisschen mehr Ausdauer, ne? Wir sind bei Shisho gelandet und auf ihn wird geschossen. Und er geht Richtung Handelsposten. Na lol. Sind wir wieder hier? Ja, hier beim Handelsposten ist immer was los, Leute. Also wenn ihr mal Gesellschaft braucht oder so, wenn euch langweilig ist, ne? Dann müsst ihr einfach mal herkommen hier. Und dann könnt ihr mit den Leuten hier ein bisschen rumwuseln, keine Ahnung, schnacken und so. Komm aus dem Wald da drüben. Der Schlingel. Aber die sehen auch alle gleich aus, ne? Was ist denn los mit euch? Macht euch mal ein bisschen hier gerade, Alter. Ich weiß nicht, was die da immer dran finden. Diesen Kompasshaufen. Guck, die sehen alle gleich aus. Macht euch doch individueller. Zeigt, dass ihr Händler seid. Und keine langweiligen Killer, die so ein Tarnzeug da brauchen, was sowieso nichts bringt, oder? Bis jetzt habe ich eigentlich fast jeden immer so weit sehen können. Naja, gut. Auch nicht wirklich, ne? Wenn man sniped, ist es immer schwierig, die Sniper zu finden. Aber sonst, so in der näheren Umgebung,
Ja, ich denke mal, das ist aber auch skillabhängig. Also gut, kann man allgemein schwierig sagen. Weil das hat alles mit Skill zu tun, ob die dich sehen oder nicht und so. Gar nicht mal mit diesem ganzen Schmodder, den sie da tragen, mit diesem Kompostanzug oder sowas. Ich glaube, der hilft dann auch nicht so viel. Aber, liebe Freunde, ihr seht selbst. Es ist wie es ist. Was ist da eigentlich drin, ne, in den Türmchen? Auch ulkig aus. Hörchen. Und das Ding geil. Aber gut, 2 C4 oder sowas, dann ist das Ding auch komplett weg. Aber wer hat schon C4 hier, ne? Oh mein Gott, wir sind bei Pibo gelandet, Alter. Pibo ist Montag ein Jahr älter geworden. Und das Lane und die Imme, die begutachten Pibo gerade. Pibo! Oh. Verewigt im Mischpult, Alter. Du bist digitalisiert worden. Okay, hier geht auch nicht viel ab bei GF oder was? Und die sagt, warum lauft ihr immer über die Wiese und nicht auf der Straße, Junge? Weil man auf der Straße überfahren werden kann. Und dann gibt es das Geschrei wieder groß. Ja, die chillen auch. Was soll man auch sonst machen? Ist ja gleich Boot, ne? Wir sind beim lümmeligen, schlingeligen Lutz gelandet. Der ist hier in dem WW2-Bunker unterwegs. Glaube ich, hier im PvE-Gebiet, wa? Na, will er mich abhängen? Der lümmelige Schlingel, der. Immer angespannt. Höchste Eskalationsstufe. Oha, er ist ein bisschen verletzt, Leute. Irgendwie hat er sich hier schon geprügelt. Ih, ein Haufen. Er analysiert erstmal, was ist das denn? Ist das. Ja, guck mal, er kann es gar nicht glauben. Das ist ein Haufen. Was ist denn. Ich weiß nicht, wer das war, Leute, aber hier können sich ja einige nicht benehmen, ne? Immer in Kampfstellung. Unfassbar. Selbst beim Looten ist er angespannt. Jetzt hat er ein bisschen was gefunden. Oh mein Gott, das ist schon wieder eine Wurst. Nicht ausrutschen. Schwupp. Erforscht erstmal das Island des PvE-Gebiets. Oh, guck ihn dir an, Leute. So sieht er aus. Eiskalt. Der Schlingel, eiskalt. Ein bisschen blass im Gesicht, ne? Bisschen verchromt ist die Nase. Schon wieder irgendwie Grafikbugs, ey. Der gute alte Laser. Ist er alone? Radiostation sind wir hier. Ich habe ein Déjà-vu gerade. War der denn letztens auch gerade noch hier? Da lag er doch hier, der Schlinge, wisst ihr noch? War sogar im Titelbild. Ja, genau deswegen, wegen seiner geilen Knarre da. Was hat er denn da bloß? Irgendwie ist er immer ganz wild auf die Burg da hinten irgendwie, ne? Also Obacht, Leute. Da willst du wieder ins Titelbild? Mal gucken, ob ich ihn da reinpuzzle. Das letzte Mal hatte er gleich eine weiße Knarre, ne? Diesmal hatte er die sandige. Voll der Angeber. Der hatte anscheinend alle M82s, Alter. Kann man sich auch zur Aufgabe machen, wenn man Langeweile hat. Alle Waffen sammeln. Alle Sets. Waffensets. Alle Klamottensets und sowas. Einfach mal zusammensammeln. Warum nicht, ne? Gar nicht so einfach. Wir haben so viel Loot haben wir ja gar nicht bei uns. Das Magazin erinnert mich ein bisschen an die gute alte G3, die ich früher hatte. Das war noch massiv, Alter. Da hatte ich aber auch ein paar Beulen gekriegt, ey. In dem Ding. In der heutigen Zeit haben die alles so leichtes Plastik und so. Aber damals haben wir noch richtig Edelstahlgewehre und sowas gehabt. Ja. Guck an, guck an.
Finger immer am Abzug, Handschuhhätterchen an. Auf jeden Fall ist er vorbereitet für den großen Showdown. Sieht ulkig aus, oder? Ich finde es immer manchmal schön, dass sie so lange so ruhig liegen, weil dann kann man diese ganzen Details so ein bisschen angucken, ne? MK18 hat er auch auf den Rücken geschnallt, heftig. Lazy ist voll im Kampfmodus, Leute. Und Putzel hat man da auch rumgewickelt um eine Waffe. Ja, das ist typisch Sniper halt, ne? Stunden rumliegen und warten, dass einer kommt. Ja, der gute alte Harry. Der liegt auf dem Boden. In seiner überschaubaren Hütte. Hm. Wir haben ja gleich Reboot in roundabout 10 Minuten so. Deswegen sagen sich die Spieler wahrscheinlich, oh, lohnt sich eh nicht jetzt noch, upsala, irgendwas zu machen, Alter. Und denkt dran, dass der Server abläuft, ne? Morgen oder so läuft der Server ab, Leute. Ich brauche noch ein bisschen was. 50% haben wir geschafft. Bevor ich das vergesse, ich habe es noch nicht einmal im Video irgendwie angesprochen, Alter. Ich muss den Server wieder verlängern. Kostet für mich 80 Euro. Und ja, 40 haben wir schon. Das heißt, 50% roundabout haben wir geschafft. Ne, wäre cool, wenn ihr denn im Livestream vielleicht mal eine Donation da lässt, eine Mitgliedschaft abschließt. Ansonsten zeigt mir das immer, dass ihr das nicht wollt, den Server. Und dann muss ich da natürlich auch drauf reagieren und die Slots entweder verringern oder wenn das so übertrieben ist, dass mich gar keiner mehr supportet nach dem Motto, dann suche ich mir ein anderes Spiel. Es liegt an euch, Leute, was wir hier draus machen. Ist halt so. Also supportet, Leute, wenn euch das gefällt. Und unterstützt uns bei Twitch und auf YouTube, weil ohne Unterstützung brauchen wir hier gar nicht weitermachen, das muss man immer wieder klar sagen. Und ja, ist halt schade und traurig, dass einige wenige sehr viel supporten und unterstützen müssen, weil die ganze, die Masse einfach nichts macht. Und das ärgert mich immer so nervig, ey. Denn der bettelt ja immer, ja, die 3 Monate sind um, ist halt so, da kann ich nichts für. Es ist so, ich werde auch mal angeschrieben, ich muss es bezahlen. Und ich gucke dann immer, ja, haben die noch Bock auf den Server oder nicht? Ne, mehr ist es eigentlich nicht. Ich richte mich danach. Kann sein, dass ich den laufen lasse, aber dann ein paar Slots weniger mache, 40 Slots oder sowas. Je nachdem, wie viel ich sehe, dass die Leute Bock darauf haben und supporten, weil ich sehe das nicht mehr ein, wie damals immer die ganze Zeit, dass ich immer alles hier alleine blechen soll, Alter. Und ich habe hier, ich habe, ne, nur Twitch und YouTube, sonst habe ich nichts, Leute. Ihr wisst es selber. Und wenn ich hier nichts kriege, dann nage ich am Hungertuch. Oder was sagst du dazu? Harry Gewehrsack. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann bis dann.